Als meine Frau zu mir sagte, na, hast du mal Lust auf Französisch? Da hatte ich erst keine Ahnung, dass sie dieses wunderbare Rezept meint. Und ich hatte keine Ahnung, was da reinkommt an Special-Gewürz. Ich kenne das eigentlich nur aus der Badewanne. Das Gewürz, was ich meine, heißt Lavendel. Aus Südfrankreich, so ein Esslavendel. Wunderbarer Geruch in der Küche und im Topf. Und für dieses Gericht brauchen wir 3 Hähnchenbrüste und die werden in der Mitte durchgeschnitten. Bei diesem Rezept hier, da werden 2 Hungrige satt. Aber wir machen immer so viel, dass wir noch am nächsten Tag was übrig haben, weil es dann nochmal so gut schmeckt. So, jetzt wird es gesalzen und gepfeffert. Und das wird natürlich rundum gemacht. Und das hier, das Thymian, der kommt auch noch drauf. So, dann werden die Teile gleich umgedreht und das gleiche Spiel von vorne. Salzen, pfeffern und Thymian dazugeben. Und dann ist das Würzen erstmal fertig. Jetzt brauchen wir frischen Basilikum. So, der wird unten einfach abgeschnitten und jetzt fein gehackt. So, so ein bisschen zusammenfriemeln und dann weggeschnitten. So, weiter geht's mit einer Paprika. Ja, wird auch einmal so runtergeschnitten. Hier so 3 Hälften und die werden in Streifen geschnitten. Das hier, das ist Chili. Die sind so richtig schön scharf, kommen aus Italien. Die haben wir immer im Schrank, kann man immer gut gebrauchen. Wir mögen es eigentlich gerne ein bisschen schärfer. So, dann nehmen wir eine von, weil die hat es in sich. Und wenn wir damit fertig sind, dann brauchen wir schön Knoblauch. Da gibt es auch Riesenunterschiede. Wir haben wieder so ein tolles Exemplar erwischt und der wird jetzt in feine Streifen geschnitten. Als nächstes sind Oliven dran, so eine schöne Handvoll und die werden auch in der Mitte einmal durchgeschnitten. Fertig, komm her, du auch noch. So. Das hier ist unsere neue Ölkanne. Die soll nicht tropfen, klappt auch ganz gut bis jetzt. Da kommt jetzt ein ordentlicher Schuss gutes Olivenöl rein. So, fertig. Weiter geht's. Jetzt kommt noch Butter dazu und da warten wir so lange, bis die geschmolzen ist. So, und jetzt geben wir die Hähnchenstücke rein. Schön, eins nach dem anderen. Herrlich. Jetzt fängt es schon an zu brutzeln und die ersten Aromen steigen in die Luft. So, nach 3-4 Minuten, da werden die Hähnchenbrüste das erste Mal umgedreht. Kommt drauf an, wie dick eure sind. Und nach weiteren 3-4 Minuten, kommt die Hähnchenbrust erstmal wieder hier aus der Pfanne raus. So, die kommen jetzt erstmal bei uns hier auf so einen Teller. Und in das Öl kommt jetzt der Knoblauch und die Chili rein. Und gleich hinterher die Paprika, die wir eben geschnitten haben. Und weiter geht's mit einer Spezialzutat, Anchovies. Anchovies geben super Geschmack ab. Das sind diese kleinen Filets und da kommen so ja, 3, 4 Stück rein und die zerfallen gleich. So, jetzt wird alles schön mit dem Löffel einmal umgerührt, alles schön verteilt. Und jetzt kommt wieder was Wichtiges, Wein. Einmal in die Köchin und einmal in die Pfanne. So, wieder alles verteilen und schön aufköcheln lassen. Genau so hier. Und schon geht's weiter mit Hühnerbrühe. Die geben wir jetzt auch noch dazu. Die haben wir mal selber gemacht. Und das hier ist Tomatensugo. Und da geben wir das ganze Glas hier rein. Jetzt kommen Kräuter dazu. Als erstes Rosmarin und Oregano. So, und alles wird wieder schön verteilt in der Pfanne. Und es fängt schon wieder an, wunderbar zu riechen. Jetzt geben wir die Oliven dazu. Und alles wird erstmal schön wieder verteilt. So, jetzt noch den Basilikum dazugeben. Und jetzt kommt der Lavendel da rein. Und Freunde, wenn man diesen Beutel aufmacht, das riecht irre und das schmeckt voll. So, jetzt noch ein bisschen Butter dazugeben, als Geschmacksträger, alles ein wenig umrühren und da steigen jetzt Gerüche auf, Freunde. Das ist sensationell. Alles ein bisschen aufköcheln, einmal abschmecken. Hier hat es gleich gepasst, wunderbar. Und jetzt geben wir wieder die Hähnchenbrust dazu. Was soll ich euch erzählen? Jetzt verbindet sich was. Der Geschmack von der Hähnchenbrust und diese Soße, alles verbindet sich wunderbar. Ob man dieses Übergießen hier braucht, ich weiß nicht, aber es macht Spaß. Es ist irgendwie sinnlich, herrlich. Oh. Und die Küche riecht wunderbar. Und jetzt schaut euch mal diese Bilder an. Da ist nichts manipuliert, nicht irgendwie Bildbearbeitung, gar nichts. Herrlich. So, wir hatten noch Kartoffeln vom Vortag, die haben wir in der Pfanne ein bisschen angebraten. Und jetzt wird angerichtet. Und ich würde sagen, ich halte jetzt mal meine Klappe und ihr schaut einfach zu und genießt. Danke fürs Zuschauen.